Der zweite Tipp war, jeder von euch und du auch, jeder hat ein Umfeld. Familie, Freunde, Arbeitskollegen, ist egal. Du hast jetzt die Aufgabe, geh nächste Woche Montag, beziehungsweise fang ab morgen an. Vielleicht ist morgen schon Samstag, wenn du das Video siehst, oder morgen ist Sonntag. Fang auf jeden Fall an, such dir 5 Personen aus, mit denen du täglich zu tun hast, ja? Sag denen nichts und achte darauf, zählt diese Person täglich eher die Probleme oder sieht sie eher die Geschenke? Was meine ich damit? Es gibt Menschen, die haben ein geiles Auto, geilen Job, fahren Porsche Carrera 911 und so, volles Programm, ja, sitzen dann im Stau und kriegen fast die Krise, kommen die Schlagader raus. Warum bin ich schon wieder im Stau? Ja, das ist halt eben das Ding. Und dann gibt es halt eben wiederum andere Leute, die fahren Bus, die denken sich, Alter, geil, Mann, ich kann mir eine Monatskarte leisten. Ja, das ist halt eben der Punkt. Achtet mal aktiv darauf. Was soll der Sinn dieser Übung sein? Was ist das Ergebnis? Wende das Ganze am Ende auf dich selbst an. Weil du siehst dann andere Menschen und sagst, ey, krass, Alter, stimmt. Jetzt, wo ich mir das so Bewusst mache. bewusst mache, der achtet jeden Tag eher auf die Probleme. Der zählt jeden Tag, er zählt nur, was ihm Schlechtes passiert ist. Bah, das, das. Hier, Hemd verschmutzt, Vogel hat auf mich geschissen. Aber guck Keine mal, Ahnung, was. ich habe ja den Kurs durchgemacht von dir und ich habe diese Übung habe ich ja echt bewusst durchgemacht und da ist mir echt bewusst geworden, die Menschen, die um mich herum sind, da war zum Beispiel eine Person, das ist mir gar nicht aufgefallen, die denkt nur negativ. Das ist mir in dem Moment eigentlich richtig krass bewusst geworden. Bei ihr ist immer, ich dachte immer, ja, ist halt so, gell? Bei ihr ist immer irgendetwas, entweder, also da ist immer irgendwas. Und das macht einem dann auch nochmal stärkt das Bewusstsein, wie bin ich überhaupt? Bin ich auch so? Sehe ich auch nur die Probleme? Und dann kann man ja seinen Fokus verlagern. Wenn man merkt, okay, ich denke auch nur ständig, was mir Schlechtes passiert, dann verlagere ich mal meine Gedanken und fokussiere mich darauf, was schön ist, wofür ich dankbar sein kann im Alltag. Ja? Für was kann ich dankbar sein? Wie du schon gesagt hast, ich kann mir eine Fahrkarte leisten, ich kann mit dem Bus fahren, geil. Auch wenn der Bus jetzt eine Stunde im Stau steht, zum Beispiel, ich kann in dieser Stunde entspannen, weil du bist dafür verantwortlich, wohin dein Fokus geht. Entweder sitzt du da mit den Adern und bist gestresst, oder du lässt deine Gedanken schweifen zu einem schönen Ort, wo du entspannen kannst im Kopf. Schöne Gedanken. Die Sache ist, wir haben ja alle einen freien Willen, weil die meisten sagen, ja, ich bin halt so, es regt mich auf. Nein, es ist keine, das ist das Dümmste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Ich bin halt so. Ach so, wer bist du denn? Steuert dich jemand mit einem PlayStation-Controller? Nein, du hast den freien Willen und du entscheidet sich am Ende des Tages dafür. Dich zu verändern. Dieses Beispiel mit Porsche und Bus ist übertrieben. Die Leute wollen Alltag. Was ich jetzt immer bei meinen Vorträgen erzähle und Ehrenwort, das ist echt passiert bei mir. Ich war letztes Mal im Fitnessstudio, das ist, ich glaube, jetzt mittlerweile schon gut 2 Monate her. Parkhaus, hab eingepackt, links Seitenspiegel, voll gegen Pfosten, also Ah, komplett, diese kaputt. elektronischen Dinger, die sind teuer, diese elektronischen neuen Seitenspiegel, komplett abgegangen. Ich Zerstört. habe mich original, und es ist jetzt nicht gelogen, ich glaube 10 Sekunden, lass das 20 Sekunden lang, aufgeregt, scheiße, Mann. Halt, der Schock saß natürlich auch tief, weil es hat ja geknallt. Und in dem Moment dachte ich mir, okay, unbewusst, unbewusst, mittlerweile mache ich das unbewusst, dachte ich mir, ey, Moment mal, ich bin jetzt 27, mit 17,5 habe ich meinen Führerschein gehabt. Also ich habe jetzt seit knapp 10 Jahren meinen Führerschein. Und ich habe in diesen 10 Jahren einen Seitenspiegel kaputt gemacht. Ich hatte so Glücksgefühle in dem Moment, ich bin ausgestiegen, Schlüssel auf meine Tasche genommen, bin auch ins Training gegangen. Das ist das halt eben. Ich hätte mich natürlich grün und blau aufregen können. Es ist ja passiert, gell? Aber ich habe dann echt aktiv darüber nachgedacht und dachte mir so, ey krass, Gott sei Dank, ich habe noch nie einen Unfall gebaut. Es ist nichts passiert. Ja? Also in 10 Jahren ein Seitenspiegel hätte ich mit 17, wo ich meinen Führerschein gekriegt habe, was aussuchen dürfen. Ja, was willst du denn die nächsten 10 Jahre so für Schäden haben am Auto und Kosten? So, wenn ich mir einen Seitenspiegel aussuchen dürfte, Wäre jeder wird es gut. doch angreifen. Also. Im Endeffekt, wirklich, war geil. Versucht es in euren Alltag zu integrieren, achtet darauf und ganz, ganz wichtig, versucht euren freien Willen dahin zu lenken, dass ihr euch wirklich, wirklich darauf fokussiert, jeden Tag nur noch die Geschenke zu zählen. Und ihr werdet merken, wie gesagt, Fitnesstraining, ja, nach ein, 2 Wochen
passiert irgendein Mist. Eine Veränderung, ja? Positive Veränderung. Irgendein Mist passiert und am Ende juckt euch das gar nicht mehr und der Tag ist trotzdem gut. Ja, das ist du der veränderst dich positiv, Effekt. Genau, du veränderst dich positiv und merkst, krass, das regt mich gar nicht so auf. Das ist der geilste Effekt, so, keine Ahnung, man verliert sein Handy und trotzdem denkst du dir, ey, krass, okay, gut. Das war ja bei mir jetzt im Urlaub, die wollten meine Kamera klauen, gell? Und ich hatte das von Weitem gesehen, ich war im Wasser und hab gesehen, oh scheiße, die klauen meine Kamera, die Jungs. Hab gewunken, gerufen, meine Schwägerin war da, sie hat mich nicht gesehen, bin schon rausgerannt. Und dann haben die Jungs mich gesehen, sind weggerannt, haben sie nicht geklaut, gell? Meine Schwägerin hat sich geschämt und meinte, ey Samar, tut mir leid, wenn die jetzt geklaut wäre, das wäre ja voll schlimm, gell? Weil die ist schon teuer, die hat 1.000 Euro gekostet, die Kamera. Und dann habe ich zu ihr gemeint, ganz ehrlich, falls sie geklaut, hätten die sie geklaut, ist es kein Weltuntergang, weil was soll ich denn machen? Dann kaufe ich mir halt eine neue. Ich weiß, es ist ärgerlich, aber es ist nicht mehr so wie früher, wo ich mich wirklich tagelang grün und blau ärgere. Das ist vorbei. Wie du schon gesagt hast, es gibt Menschen, die sagen, ich bin halt so, aber wenn du sagst, ich bin halt so, bist du deine Gedanken, du bist nicht deine Gedanken. Dann hast du aufgegeben, dann möchtest du dich nicht verändern. Wenn du selbstbewusst vor anderen sein möchtest, erscheinen möchtest, im Elternsprechzimmer oder was auch immer, im Kindergarten, in der Schule, mit Ärzten, mit deiner Ausbildung, dann liegt es an dir, was möchte ich erreichen? Das Erste, was du auch in deinem Kurs erwähnst, werde ich einfach mal jetzt sagen, ist, was willst du am Ende erreichen? Wenn du jetzt vor der Tür stehst und fragen möchtest, suchen sie noch Azubis, gell? Dann musst du überlegen, was ist denn mein Ziel? Mein Ziel ist es, einfach die Antwort herauszufinden und danach weiterzufragen. Dann konzentrierst du dich auf das Ziel und konzentrierst dich auf das Positive, was du erwartest. Die sagen zum Beispiel, ja, wir suchen noch Azubis und ihr kommt ins Gespräch, in ein positives Gespräch. Also denk nicht dran, oh, die sind bestimmt gestresst, die haben bestimmt keinen Bock, die sind bestimmt genervt. Wenn du schon daran denkst, dann gehst du schon mit so einer Haltung rein und wenn sie schon gucken, dann sind die schon genervt. Ne? Was willst du denn antworten, wenn der Chef dann sagt, ja, halten sie sich für geeignet oder was? Ich würde sagen, ja, ich halte mich für geeignet, deswegen bin ich da. Deswegen bin ich da, ganz einfach. Einfach an sich glauben. Ganz kurz, wegen Thema Selbstbewusstsein. Wir haben jetzt eben gerade Geschenke zählen und Probleme zählen. Also viele fragen, ja, was hat das mit Selbstbewusstsein zu tun? Natürlich, Geschenke zählen macht dir einen zufriedener. Wir wollen das Video jetzt nicht zu lange halten. Ja. Und die Zufriedenheit ist der stärkste Indikator für Selbstbewusstsein. Weil wenn ihr zufrieden seid, dann ist es euch egal. Und alle um euch herum wollen mehr Zeit mit euch verbringen, wollen mehr mit euch zu tun haben. Habt ihr jeden Tag Probleme, Bauchschmerzen, seid nein, das ist alles blöd und alles. Dann flüchten alle vor euch und keiner mehr hat Bock auf euch. Und ihr habt auch keinen Bock, quasi die flüchten dann alle vor den Leuten. Ganz kurz noch. Zu guter Letzt, wenn wir schon dabei sind, der Kurs heißt Selbstbewusst-Booster und ich habe einen Code, der läuft immer noch. Aha, okay. Der Teacher und ihr kriegt 50% auf den Kurs. Mhm. War jetzt komplett ungeplant. Aber nur für 3 Tage. Also du hast ja gesagt, 3 Tage noch, ne? Ja. Für 3 Tage läuft es und danach ist es wieder zum normalen Preis. Ich werde euch aber alles unten verlinken. Noch einen letzten Tipp, den fand ich voll gut von dir, wo du gesagt hast, scheiß drauf, was andere über dich denken. Ich hatte das ja manchmal das Problem, dass ich immer wollte, dass mich alle mögen, ne? Und du hast ja jetzt diese Haltung, auch gerade wenn du vor anderen sprichst, du stehst hinter deinem Standpunkt und wenn einer nicht dahinter steht, weil es gibt immer welche, die sagen, du laberst nur Scheiße, darüber hinwegsehen. Okay, du siehst es so, ich sehe es anders. Also auch ganz wichtig, dir keine Gedanken zu machen, was denken die anderen. Denk immer darüber, was denkst du über dich. Ich habe vielleicht, also in dem Kurs wird das alles noch viel, viel näher besprochen. Da sind noch viele weitere Tipps. Das waren jetzt gerade echt nur ein Krümel von dem Kurs. Also wenn du da mehr Interesse hast, schau unbedingt unten rein. Wenn du Fragen hast zu dem Thema, schreibe Marvin gerne an. Ich werde unten nochmal seinen YouTube-Kanal und Instagram-Account verlinken. Genau. Und wenn du sonst weitere Fragen hast, einfach unten in die Kommentare. Ganz easy. Und so als abschließendes Wort, wenn ihr euch den Kurs holt und dann noch Interesse hat an einer engeren Zusammenarbeit, dass ich euch coache, alles gar kein Thema. Also ich bin so flexibel, die meisten fragen dann immer so, ja, und könnte man dann eigentlich auch mal eine Frage noch im Nachhinein noch? Leute. Einfach fragen. Ich bin Mensch, ihr seid Mensch. Schreibt. Deine Webseite ist ja soweit fertig. Du wolltest noch ein paar Jungs draufsetzen, die du schon gecoacht hast. Genau, ich hab das jetzt von einem nicht richtig geile Bewertung bekommen. Bewertung mit Foton an. Der kam übrigens über Karl S. Der kam über den Kanal von Karl S. zu dir. Hatte ich angeschrieben, kannst du mich coachen? Ich habe das und das Problem. Kam nach Frankfurt. Ich glaube, der wohnt auch in der Nähe hier, oder? Nee. Der kommt von woanders. Der kam von 70 Kilometer entfernt. Genau. Vielleicht siehst du auch das Video. Liebe Grüße an dich. Wie heißt denn der? Erik. Der Erik. Ja, Erik. Liebe Grüße an Erik. Wenn du, also liebe Zuschauer, wenn irgendjemand da Fragen hat oder nochmal weiter intensiver in das Thema reingehen möchtet, das ist hier der... Meldet euch bei mir. Der Profi. Alles gut. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao. Ciao.